Herzlich willkommen auf LH Cybersecurity und schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute an, wie wir Android auf Windows 10 installieren können. Und das Ganze funktioniert relativ einfach. Ich zeige dir das Schritt für Schritt, schnell und easy. Also beginnen wir gleich mal. Ich habe jetzt hier eine Seite für dich vorbereitet. BlueStack musst du dir runterladen. Hier einfach oben auf Download klicken oder hier in der Mitte. Und ja, ich mach's mal hier auf die Seite, dann seht ihr es besser. Dann lädst du es auch schon runter. Ich habe das hier schon heruntergeladen, hier unten. Und dann einfach draufklicken. Dann öffnet sich ein Installer, einmal mit Ja bestätigen. Dann hier einmal akzeptieren, ist schon akzeptiert. Dann können wir hier auswählen, wo wir es hin installieren wollen. Ich lasse es jetzt mal auf C, wir können es aber hier auch ändern. Und ja, das dauert kurz. Ja, genau, hier können wir es halt einstellen. Dann, das machen wir jetzt nicht. Wenn ihr keinen Platz auf C habt, könnt ihr es ja auf D installieren, wie ihr wollt. Und dann einfach hier auf Installieren klicken. Dann lädt ihr das nochmal kurz runter. Das sind 529 MB. Und ja, das müssen wir dann kurz abwarten. Wir sehen uns gleich. Es ist auf meinem anderen Bildschirm gewandert. Hier wird es noch installiert. Dauert kurz. Pausieren Sie den Virenschutzprogramm, wenn es die Installation beeinträchtigt. Lassen wir jetzt einfach mal, weil IT-Sicherheitschannel und so. Im Normalfall dürfte hier auch nicht sein. Also die Firma ist relativ groß, die das entwickelt hat. Und ich glaube nicht, dass die ein Virus installieren. Gut, dann müssen wir jetzt hier wieder warten. Ich pausiere nochmal schnell. Gut, wir landen jetzt hier nach der Installation in dem Game Center. Und jetzt haben wir schon unser Android-Handy sozusagen oder Betriebssystem auf unserem Windows installiert. Finde ich richtig geil. Wird einfach simuliert. Nennt sich auch Emulator. Also wir haben hier einen Android-Emulator auf Windows. Und jetzt schauen wir uns mal, was wir für Apps schon installiert haben. Wir gehen jetzt hier auf Meine Spiele und sehen hier System-Apps. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Medienmanager. Das schaut jetzt schon eher aus wie Android. Wir kennen hier die ganzen Bilder und so. Oder auch den Browser können wir hier auch öffnen auf Google Chrome Browser. Neuen Tab. Schaut aus wie beim Handy. Können auch hier ein bisschen surfen. Und hier, falls wir eine andere APK installieren wollen, also eine andere Anwendung, können wir die hier auch einfach runterladen. Wir können uns auch mit unserem Google Account anmelden, falls wir halt irgendwelche Apps vom Play Store haben wollen. Genau, so leicht geht das Ganze auch schon. Wir haben hier alle Möglichkeiten, die wir auf dem Android-Handy auch haben. Wir können jetzt hier auch mal simulieren, als wären wir mit dem Handy unterwegs, für IT-Sicherheit zum Beispiel. So, gehen wir mal User Agent ein, Test, und dann sehen wir erstmal hier ein paar Meldungen. Was ist mein User Agent, also als was surfen wir hier? Und wir sehen hier, wir surfen als Android 7.1 und ja, im Google Chrome Browser. Also, man denkt halt jetzt, wir surfen mit Android, falls das für irgendjemand wichtig sein sollte. Genau, ansonsten könnt ihr hier halt alles machen, was ihr mit einem Handy machen könnt. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen, hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, Like und Abo und Glocke nicht vergessen. Und ansonsten wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Peace.